Montagmorgen. Es ist noch recht früh. Ich fahre auf die Tankstelle, die um die Ecke von meinem Zuhause ist. Das Wochenende war bewegt und die vielen Kilometer haben ihren Tribut gefordert. Die Tankleuchte war im Dauerbetrieb und ich könnte sie sogar hören, wenn sie einen Ton erzeugen würde, und zwar einen unerträglichen. Aber ich kenne meinen Wagen. Ich fahre ihn seit 20 Jahren, ein guter alter Mercedes. Als ich an der Tanksäule stehe, fällt mir auf, dass ein Mann gegenüber mit seinem Auto ebenfalls tankt. Doch etwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, was es ist, bis mir bewusst wird, dass es etwas Plätscherndes ist. Zuerst vermute ich, angeekelt, dass der Mann da vor seinem schmutzigen, verrosteten Auto verdeckt wird, sich dahinter erleichtert. Doch beginnt. Bei genauer Betrachtung wird mir klar, dass das Plätschern nicht davon kommt. Was wäre, wenn der Hunger nicht da gewesen wäre, als du abnehmen wolltest? Als du dir vorgenommen hast, abzunehmen oder schlank zu bleiben, stand dir etwas im Weg. Der Hunger. Wäre nur nicht dieses unbequeme Gefühl in dir, dann würdest du doch ganz einfach aufhören zu essen, und zwar so lange, bis du wieder gartenschlank bist, oder? Wenn dann der Hunger wieder auf Abruf wiederkommen könnte, dann wäre doch das Abnehmen nur noch halb so schlimm. Was denkst du? Was hat dieser Hunger eigentlich für ein Ziel? Etwa dich zu sabotieren? Will dir dieses Gefühl in deinem Bauch alles verhindern, wovon du träumst? Deine Strandfigur verleiden, die Leichtigkeit beim Bewegen wegnehmen, das Gefühl, dich wohl in deiner Haut zu fühlen, nicht gönnen? Auf das Plätschern folgte eine weitere Wahrnehmung, die mich jetzt aber wirklich alarmierte. Der unverkennbare Geruch von Benzin drang in meine Nase. Und gleichzeitig sah ich jetzt auch ein Rinnsal von Kraftstoff, der sich durch die Tankstelle schlängerte. Und dieser Rinnsal kam von dem Fahrzeug, das mir gegenüberstand. Ich schaute entsetzt den Mann an, der unerwarteterweise völlig entspannt an dem Auto lehnte und mit dem, was er da tat, fortfuhr. Ich hingegen, da ging alles Mögliche durch meinen Kopf. Terroristischer Anschlag, Selbstmordversuch mit Selbstanzündung, Amoklauf mit Sprengung der Tankstelle. Innerlich war ich am Haare raufen und hysterisch schreien. Legte ich meine Tankpistole in seinen Hafter und ging Richtung des Gebäudes. Dabei versuchte ich, mir meine innere Panik nicht ansehen zu lassen. Ich alarmierte den Tankwart und seine Kollegin. Dieser hat auch schon die Polizei angerufen. Alle liefen wir hinaus. Der Tankwart sprach den Mann an, der gerade seinen Tankvorgang beendete. »Was machen Sie denn da?« fragte der Tankwart. »Ich?« fragte der Mann, der mit seinem Finger auf seine eigene Brust zeigte und sich umschaute. »Ja, Sie!« rief der Tankwart mit zitternder Stimme. »Ich habe die Polizei angerufen,« gab er noch hinzu. Der Mann am rostigen Auto schaute jetzt verwundert und ein wenig verärgert drein. »Wieso? Habe ich etwas getan?« »Was ist hier eigentlich los?« fragte er und schien mir, als ob er jetzt erst merkt, was für ein Menschenauflauf um ihn herum ist. »Was machen Sie da?« wiederholte der Tankwart. Der Mann schaute verdutzt. »Ich tanke mein Auto. Darf ich das denn nicht?« »Ja, aber Sie haben doch das Benzin auf dem Boden fließen lassen, und zwar viel Benzin,« erwiderte der Gegenüber. »Na und was geht Sie das an?« antwortete der Mann und schien verärgert. »Ich bin doch an einer Tankstelle, oder etwa nicht?« »Ja doch«, rief der Tankwart. »Na also, ich tanke doch immer hier. Jeden verflixten Montag, morgen bin ich doch bei Ihnen am Tanken. Das mache ich immer so. Das ist am billigsten.«
erklärte sich der inzwischen erregte Mann, da er inzwischen die immer lauter werdende Polizeisirene hörte. Ich hingegen entspannte mich bei diesem Geräusch ein wenig. Inzwischen war mir klar, dass der Mann am ungepflegten Auto offensichtlich völlig irre geworden ist. Der Polizeiwagen blieb laut heulend und scharf bremsend auf dem Gelände und zwei riesige Polizisten in voller Montur sprangen heraus. Das Fragespiel begann von vorne. »Was machen Sie da? Heben Sie die Hände hoch!« rief einer der Beamten. Der Mann riss seine Hände so hoch, dass es aussah, als ob er an einem Ast hing. Höher ging nicht. Dabei erklärte er mit zitternder Stimme, »Ich verstehe nicht, was los ist. Ich tanke immer am Montagmorgen, weil mein Tank dann immer leer ist. Ich fahre doch immer zur Arbeit und zum Einkaufen mit dem Auto und der Tank ist Montagmorgen immer leer.« »Ich gebe ja zu, ich war letzte Woche zu Hause, da bin ich nicht gefahren. Und da ist der Tank nicht leer geworden, aber ich fahre doch immer Montagmorgen tanken und tanke voll. Seit wann, bitteschön, ist das ein Verbrechen?« »Seit wann ist das ein Verbrechen? Der Hunger ist wie die Tankleuchte. Es ist ein Signal. Ein Signal dafür, dass uns der Sprit ausgeht. Wir wissen nur deswegen, wann es an der Zeit ist, neue Energie zu tanken, weil wir dieses Gefühl haben. Sonst würden wir einfach mitten im Geschehen aufhören zu funktionieren. Wie ein Duracell-Häschen, dessen Batterien leer gelaufen sind. Der Hunger hat eine Aufgabe. Genau die gleiche Aufgabe wie die Tankleuchte in unserem Wagen, die verhindert, dass wir unerwarteterweise auf der Autobahn stehen bleiben. Weil der Tank leer ist. Tanken wir dann, wenn es nötig ist zu tanken, dann ist alles in Butter. Tanken wir aber aus allen anderen Gründen, dann sind wir Butter. Ganz einfach. Wenn es noch Fragen gibt, dann nur her damit. Ich bin da und ich bin gespannt, denn es bleibt jedenfalls sehr spannend.